Wie viel verdienst du, seit du nicht mehr bei Facebook arbeitest? Glaubst du an Gott und wie hoch ist eigentlich dein Bodycount? Sind nur einige der indiskreten Fragen, die ihr mir auf Discord und Instagram gestellt habt und die ich mich in diesem Video tatsächlich zu beantworten habe, hinreißen lassen. Denn eine Q&A ist mal wieder fällig und durchaus angemessen angesichts von 200.000 Abonnenten auf diesem Kanal. Ein Meilenstein, der allerdings fast an Bedeutung verblasst, angesichts der vielen Dinge, die letztes Jahr passiert sind. Vor fast genau einem Jahr kam nämlich ein großes Update. Ich kündigte meinen Job bei Facebook. Ein Umstand, der auf großes Interesse stoß und den ich dann in dem ein oder anderen Video sowie gelegentlichen Medienauftritten auch nochmal erwähnte. Aber hey, es gab auch anderen Content, nämlich Videos zu Produktivität, Neurowissenschaften, Belletristik, Finanzen, Webdesign und Poolpartys auf Ibiza. Gleichzeitig habe ich euch auf meinem neuen Vlog-Kanal mit auf die Reise genommen, habe einen etwas persönlicheren Einblick gegeben von Köln und Frankfurt über Seoul und Istanbul bis hin zu London und Lissabon. Und auf meinem Podcast gab es ein Gästespektrum, das sich von Finanzfluss bis zu Kreuzberger Deutschrappern erstreckte. Kurzum, ich habe mich etwas ausgetobt. Und in welche Richtung es hier in Zukunft thematisch gehen wird, dazu werde ich am Ende des Videos noch ein bisschen was sagen. Meine Hauptbeschäftigung war YouTube allerdings weiterhin nicht. Ich hatte das Glück, nach Facebook einen wirklich sehr guten Job bei Master School zu finden und dort Dinge in einer Art und Weise bewegen und beeinflussen zu können, wie es mir in einer größeren Firma natürlich nicht möglich gewesen war. Hieß allerdings auch viel Arbeit. Und obwohl ich durchaus im vergangenen Jahr auch meine Freizeit sehr intensiv erlebt und dort viel experimentiert habe, habe ich doch dem trügerischeren Instagram-Story anscheinend zum Trotz auch sehr viele Stunden gearbeitet. Was dabei ein bisschen vom Tisch gefallen ist, ist die Community. Denn es ist eine Sache, Content zu produzieren und eine andere, wirklich in den direkten Austausch mit euch zu treten. Das soll nun dieses Jahr aber wieder mehr geschehen. Ich möchte ein größeres Augenmerk wieder auch auf Community-Events legen, sei es mit anderen Creatern, sei es mit euch, meinen Zuschauern, sei es per Livestream, per Discord oder sogar in der echten Welt. Natürlich ist es bei der großen Themenvielfalt klar, dass nicht jedes einzelne Video jedem von euch gefallen wird und dass es hier sicher eine bunte Mischung gibt aus alteingesessenen Zuschauern und ganz neu dazugekommen. Das würde mich übrigens auch mal interessieren. Wer von euch war schon dabei beim 100.000, beim 50.000 oder sogar beim 1.000 Abonnenten-Special? Schreibt es mir mal in die Kommentare oder den Live-Chat. Schreibt mir, welches Video von mir ihr zuerst damals entdeckt habt. Ob alt oder neu, ich habe dieses Jahr viel mit euch vor. Und falls ihr den Kanal unterstützen wollt, ich habe gerade ganz neu Kanalmitgliedschaften aktiviert. Das ist nämlich eine sehr coole Möglichkeit, einen Weg zu finden, wie sich Community-Building auch unmittelbar finanziert für den Creator lohnt. Ein YouTube-Kanal ist am Ende des Tages ein Business, daraus mache ich keinen Hehl und jede Kanalmitgliedschaft ist ein Votum für mehr Content. Ich glaube, bei 1000 Mitgliedschaften werde ich sofort Vollzeit-YouTuber. In jedem Fall habe ich versucht, Perks einzustellen, die ich selbst als Zuschauer auch cool fände. Natürlich einmal die üblichen Emojis, Badges, Discord-Ränge, durch die ihr sofort positiv als Niklas Freund und Förderer auffallen werdet, aber eben auch zum Beispiel verfrühter Zugriff auf all meine Videos und die Möglichkeit, alle meine Livestreams auch hinterher noch anzuschauen. Und das ist retroaktiv. Will heißen, alle meine vergangenen Livestreams, bei denen ich teilweise, meine Güte, noch sehr, sehr nervös und aufgeregt war, die könnt ihr euch jetzt noch reinziehen. 35 Stunden an Live-Content warten nur auf euren Konsum. Also Leute, kommt in die Gruppe meiner Kanalmitglieder, wenn ihr es euch leisten könnt und wollt. Wenn nicht, ist das auch total in Ordnung. Lehnt euch nun zurück und genießt, wie ich eure höchst professionellen, seriösen und angebrachten Fragen beantworte. Viel Spaß. So, schön mal wieder hier auf dem Sofa zu sitzen und eure Fragen zu beantworten. Haben wir lange nicht gemacht. Bin gespannt. Wir starten mit Klink Elias von Instagram. Tipps für ein Top-Abitur hätte er gerne. Naja, mein erfolgreichstes Video ist ja zu meiner Lernmethode Spaced Repetition Active Recall Interleaving. Es ist wirklich so einfach. Wenn du konsequent solche Methoden anwendest, dann wird das auch mit dem Abi klappen. Deutlich schwieriger ist dagegen schon die Frage, die Hell auf Discord gestellt hat. Hast du Tipps für Abiturienten, die nicht wissen, was sie nach dem Abi machen sollen? Ja, Hell, das kann ich gut nachvollziehen. Ich hatte eine sehr lange Liste möglicher Studienfächer und sogar Ausbildungsberufe, die ich nach dem Abi hätte machen können. Die gute Nachricht ist, du musst dich absolut nicht festlegen. Das Leben ist lang. Ich habe 7 Jahre lang studiert, habe es nie bereut. Du kannst einen Bachelor in einem Fach machen, dann nochmal in einem anderen. Du kannst 2 Semester was studieren, kannst dann erfolgreich abbrechen, vielleicht sogar die Credits mitnehmen, ins Ausland gehen. Ich habe 3 Abschlüsse in 3 verschiedenen Ländern gemacht. Das Wichtigste, folge unbedingt deinem Interesse, folge deinem Instinkt. Studier was oder
Mach was, muss kein Studium sein, worauf du Bock hast und folge nicht so sehr den langfristigen Ratschlägen anderer, vor allem nicht älterer Familienmitglieder. Und das war's dann auch schon mit den einfach zu beantwortenden profanen Fragen, denn Nanny Satori hätte gerne gewusst, ob die Weltwirtschaft endlos weiter wachsen kann. Ich denke mal theoretisch nein, praktisch wahrscheinlich schon. In unserer Lebensspanne glaube ich nicht, dass wir so schnell an eine praktische Grenze kommen. Ich bin sehr optimistisch, dass die Menschheit da noch jede Menge Möglichkeiten finden wird, weiter sich zu entwickeln und weiter zu wachsen. Theoretisch hat natürlich alles seine Grenze. Ganz praktisch gesprochen ist die Frage, die dahinter steckt, ja vielleicht auch ein bisschen, lohnt es sich noch in den Aktienmarkt zu investieren? Wird es wirklich immer weiter wachsen? Funktioniert das passive Investieren unbegrenzt? Die genaue Antwort kenne ich auch nicht. Ich vertraue drauf und wenn es nicht klappt, dann stehe ich in Berlin bei Finanzfluss bei Thomas vor der Tür und beschwere mich auf jeden Fall. Kasprab fragt, glaubst du, dass durch die ganzen Layoffs in letzter Zeit mehr Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt wahrscheinlich entsteht? Ja, klar, absolut. Wenn man jetzt Softwareentwickler werden will und plötzlich werden überall Softwareentwickler entlassen, dann ist das erstmal schwieriger. Es gibt immer kreative Lösungen und insgesamt sieht es gerade, was IT-Jobs angeht, noch sehr, sehr, sehr rosig aus, auch wenn jetzt einige große, namhafte Firmen viele Entlassungen gemacht haben. Man bedenke auch, dass einige der größten und erfolgreichsten Firmen in Zeiten der Rezession gegründet worden sind. Also kann man vielleicht mal gucken, ob es vielleicht eine kreative Zukunftsplanung gibt, wie man sogar von der Rezession profitieren könnte. Ran an die Arbeit, Arbeit bewältigen, Probleme sind nur dornige Chancen. Sungo von Discord, was sagst du zu den großen Mitarbeiterentlassungen? Ähnliche Frage bei Google oder Microsoft, was soll ich dazu sagen? Anscheinend waren die Firmen überoptimistisch, waren wir insgesamt überoptimistisch, was Tech, Big Tech im Moment leisten kann. Und dafür zahlen wir jetzt den Preis, dafür zahlen viele meiner Bekannten natürlich den Preis. Ich habe nach wie vor enge Beziehungen zu vielen Leuten in diesen Unternehmen. Auch Alunias Frage zielt genau auf diesen Punkt übrigens. Sehr aktives Community-Mitglied auf meinem Discord, danke dafür. Die Stimmung ist schlechter als vorher. Kann man auf jeden Fall sagen, das erzählen mir alle meine Kontakte und ich bin jetzt nicht ganz unzufrieden, dass ich der Big Tech Blase erstmal entkommen bin und beim Startup bin. Auch wir bei Master School kriegen den neuen Markt natürlich mit und einige Sachen sind schwieriger, andere Sachen sind wieder einfacher. Zum Beispiel gibt es in Zeiten des Down Markets, der Rezession, besonders große Nachfrage nach Bildung, nach Weiterbildung, nach Umschulung, nach neuen Chancen und das ist für eine Bildungsinstitution natürlich gut und wir haben ja gerade im letzten Jahr 100 Millionen Dollar Seed erhoben, insofern geht es uns da sehr komfortabel und es ist eine große Chance, die wir jetzt hoffentlich dann auch nutzen werden. Was die generelle Zukunft von Tech und auch Big Tech angeht, lieber David 2233, bin ich aber insgesamt optimistisch. Und apropos Master School, da gibt es jede Menge Fragen aus der Community, was ich zum Teufel überhaupt inzwischen mache. Softwareentwickler bei Facebook, das kann man sich noch einigermaßen vorstellen. VP of Business Development im Moment im Startup Master School. Master School, wir machen Online-Bildung. Wir wollen die größte Schule der Welt bauen und gerade in Tech-Jobs es Leuten ermöglichen, einen Neuanfang zu machen, die, sagen wir mal, 20 Jahre vielleicht was ganz anderes gemacht haben und jetzt in relativ kurzer Zeit eine Umschulung zum Softwareentwickler, zum Data Analyst, zum Cyber Security Analyst machen wollen. Ich glaube, dass diese Art von Weiterbildung, von Bildung ein riesen Potenzial hat, gerade jetzt in diesen Zeiten. Wir gehen gerade sehr in den Government-Funded-Markt, vielleicht auch in Deutschland mit den Bildungsgutscheinen. Das ist was, wo ich gerade mich persönlich sehr mit beschäftige. Wenn sich jemand damit besonders gut auskennt oder Kontakte hat, dann schreibt mir gerne. Und insgesamt ist meine Aufgabe bei Master School natürlich eine ganz andere. Erstmal ist es keine technische Rolle. Meine Programmierkenntnisse sind nützlich, sind im Alltag nützlich, sind im Job nützlich, kann ich auch mal ein Video zu machen. Generell werde ich mal ein Video dazu machen, im Startup arbeiten versus in einer sehr großen Firma. Salopp gesagt, hatte ich bei Facebook einen ganz, ganz kleinen Einfluss auf ganz viele Menschen und auch bei Master School einen riesigen Einfluss auf den Werdegang dieses gesamten Unternehmens und eine deutlich kleinere Zahl von Menschen. Insgesamt geht es im Business Development darum, langfristigen Wert für die Firma zu schaffen. Das ist relativ generisch und kann alles Mögliche bedeuten. Zum Beispiel neue Märkte, neue Formen von Kooperation, neue Partnerschaften, mehr Skalierung des gleichen Systems, das wir bereits haben. Was es allerdings in jedem Fall nicht ist, ist eine Vollzeittätigkeit als Programmierer. Und ob ich das vermisse? Das ist eine gute Frage. Ich muss sagen, noch nicht so richtig viel. Gerade finde ich diese Art von Job ganz cool und ich genieße auch sehr die Content Creation. Das möchte ich deutlich weiter ausbauen dieses Jahr. Habe ja auch alle möglichen neuen Kanäle und
Formate. Was meinen vorigen Job angeht, übrigens für die, die es nicht wissen, ich habe bei Facebook oder zuletzt Meta gearbeitet, erwähne ich nicht so oft auf meinem Kanal. Schosch fragte zum Beispiel, ob ich auch neue Machine Learning Modelle etabliert habe. Nein, ich war auch nie Data Scientist, ich war Data Engineer und dann Software Engineer. Also nein, künstliche Intelligenz habe ich dort nicht wirklich gemacht. Vorher an der Uni, mein einziges wissenschaftliches Forschungspaper, das ich veröffentlichen durfte, war im Bereich künstliche Intelligenz. Aber nicht bei Facebook und in den USA, lieber zwei Andreas, habe ich häufig temporär gearbeitet, aber nie permanent. Levi 1 fragt nach Möglichkeiten, während dem Studium Geld zu verdienen. Ich empfehle sehr, wenn du irgendwie die Möglichkeit hast, leite Übungsgruppen, gib Tutorien, hilf bei Klausurkorrektur, wenn du irgendwie in die Lehre mit eingebunden werden kannst. Das ist super, das habe ich sehr viel gemacht. Feynman-Methode zu erklären, um es selbst auch nochmal besser zu verstehen und zu fossilieren. Und selbst wenn du sonst studentische Hilfskraft sein kannst an einem Lehrstuhl und nicht unbedingt in der Lehre, dann kann das sehr hilfreich sein, um gute Beziehungen zum Lehrstuhl, zum Professor aufzubauen. Bist Quicken, würdest du einen Master im Ausland, zum Beispiel Hongkong, empfehlen? Hätte Bock drauf? Mach's unbedingt. Jede Menge Bachelors und Masters im Ausland, da kann man gar nicht genug von machen und Hongkong ist eine coole Stadt. Linus 812, Meinung zum Beruf IT-Produktmanager. Diese ganzen Titel bedeuten letztlich nicht so viel. Guck dir genau an, was diese Personen im Alltag machen. Finde jemanden, der das macht. Vielleicht in der Firma. Lies die Stellenbeschreibung und notfalls bewirb dich. Probier es aus. Wir sind, glaube ich, über das Zeitalter hinweg, dass man jetzt eine konkrete Sache lernt, gerade im IT-Bereich und dann diesen einen Titel hat und den dann 20, 30, 40 Jahre in einem Unternehmen womöglich macht. Daher der Tipp, denke nicht so sehr in Berufsbildern, denke eher in konkreten Tätigkeiten. Willst du programmieren? Willst du ganz viele Meetings haben? Möchtest du gerne mit Menschen sprechen? Und dann guckst du, welche Berufe in welchen Firmen da gut zu passen. Und manchmal heißt der gleiche Job in einer anderen Firma ganz anders und manchmal heißen sie gleich und in der Praxis sind es ganz unterschiedliche Tätigkeiten. Kirret, auch ein sehr, sehr aktives Community-Mitglied auf Discord, fragt, wie sieht es mit Quereinsteigern aus? Gleiche Chancen oder vergleichsweise günstige Arbeitskräfte in der IT? Quereinstieg ist die beste Sache überhaupt. Man kann eigentlich gar nicht zu alt sein, um in die IT einzusteigen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist halt einfach unfassbar. Ich habe mal ein Video gemacht, Informatik war die beste Entscheidung meines Lebens oder so, auf meinem Kanal. Wirklich, egal was man langfristig machen will. Der IT-Bereich bietet so viele Chancen und so gute Kompensation, so gute Arbeitsbedingungen. Also egal, ob man jetzt 30, 40, 50, 60 ist, programmieren lernen, Umschulungen machen, Master School zum Beispiel. Und es gibt ganz viele andere Anbieter und man kann es natürlich auch selbst zu Hause mit Büchern, mit YouTube-Videos lernen. Mach es, der Arbeitsmarkt sieht gut aus, sieht weiterhin gut aus und wird auch noch sehr, sehr, sehr viel Bedarf haben, trotz ChatGPT, dazu kommen wir noch. Marius 2000, sollte man fürs Studium ausziehen? Sollte man, vielleicht erst nicht, vielleicht später ja, muss man ein bisschen für sich selbst entscheiden. Ich würde im Zweifelsfall sagen, dass so eine Entbindung was Gutes ist, aber ob das jetzt sofort mit 18 im ersten Semester geschehen muss. Dazu habe ich keine besondere Meinung. In jedem Fall kann ich nur immer wieder betonen, wie ins Ausland zu gehen. So früh wie möglich, sagen wir, drittes Semester, fünftes Semester, spätestens ein Auslandsjahr zu machen. Das war die beste Entscheidung meines Lebens. Ich habe es ein bisschen spät gemacht fast. Ich würde es rückblickend früher machen. Es hat meinen Horizont komplett drastisch erweitert, hat mir ganz neue Möglichkeiten aufgezeigt. Wir sind manchmal sehr in unserem nationalen oder sogar regionalen oder sogar familiären Weltbild und Denken. Und dem zu entkommen und zu sehen, dass es ganz, ganz, ganz unterschiedliche Lebenswege gibt, das ist sehr, sehr lohnenswert. Klee Graf fragt, ob ein Studienkredit sinnvoll sei für Master- und Wunschuniversität ein Auslandssemester. Ich würde sagen, tendenziell ja. Ich habe selbst einen Kredit damals aufgenommen. Ist nicht schön im Deutschen. Schuld, Schulden, gilt. Wir haben da auch so eine Terminologie, dass wir das nicht besonders gut finden, Schulden aufzunehmen. Ist es auch generell nicht. Ist auch finanziell meistens nicht sinnvoll. Ich würde fürs Studium eine Ausnahme machen. Ich glaube, dass die Auslandserfahrung so, so, so wertvoll ist. Gerade wenn es eine besonders coole Uni ist und ein besonders cooles Land, dass sich das auf jeden Fall lohnen kann. Heißt jetzt nicht, dass man sich nicht sehr genau angucken sollte, was es alles für Optionen gibt, was es für Stipendien gibt. Da liegen sehr viele Gelder rum, die teilweise gar nicht alle genutzt werden. Man muss jetzt nicht zur teuersten amerikanischen Uni und sich ganz tief verschulden. Aber im Zweifelsfall wäre selbst das in meinen Augen besser als immer nur zu Hause zu bleiben. Wobei, durchaus gesagt sei, Finn, GRZ, meine Zeit an der Uni Hamburg war ganz wundervoll. Ich denke nostalgisch an sie zurück und ich bin froh, dass ich beides erlebt habe. Uni Hamburg, Cambridge, Ecole Polytechnik, ganz unterschiedliche Orte und ich würde keinen davon missen wollen. David NHS, war das erste Semester deines Studiums das schwerste? Nö. Aber wenn es das für dich ist,
beziehungsweise das kannst du ja noch nicht wissen, im ersten Semester, dann lass dich nicht entmutigen und mach, was dir Spaß macht. Christian Quaas, welche anderen spannenden Karrieren gibt es im Big Tech-Bereich? Vielleicht sollte ich mal so ein Compilation-Video machen. Was wird man mit Informatik und da ein paar Möglichkeiten aufzeichnen? Software Engineering und Data Analytics, Data Engineering, Data Science sind natürlich spannende Fächer. Aber die Liste ist lang. Cyber Security, Blockchain, Robotik, da gibt es wirklich sehr viele Möglichkeiten. Und selbst in den einzelnen Bereichen gibt es viele Möglichkeiten. Lieber Joel, SLG, Python, Cybersecurity, das ist immer noch so generisch. Da findest du in jedem Land 1000 Firmen, die das wollen. Zum Beispiel alle Big Tech Firmen können wahrscheinlich einen solchen Menschen gebrauchen. Generell kann ich auch immer wieder nur daran erinnern, welche Programmiersprache man beherrscht, ist nicht so entscheidend. Ich glaube, da wurden auch noch Fragen zugestellt. Es ist nicht so wichtig. Ich stelle jemanden ein, weil er Konzepte versteht, weil er zum Beispiel sich mit Cybersecurity gut auskennt, nicht weil er jetzt Python statt Rust kann. Julian Laut 2 fragt, was die schwierigste Entscheidung meines Lebens war, warum ich mich so entschieden habe, wie ich mich entschieden habe. Das ist halt super subjektiv. In meiner eigenen Wahrnehmung, wie schwierig und schwer lösbar sich das in dem Moment angefühlt hat, würde ich sagen, meine letzte Beziehungstrennung war die schwierigste Entscheidung, weil ich mir lange nicht sicher, ob ich mich trenne oder mich nicht trenne. Und letztlich habe ich auf die Stimme gehört, wie ich mich am authentischsten fühle. Aber so ein Satz hilft jetzt auch den wenigsten und es hat mich lange gekostet und vielleicht werde ich zum Thema Beziehung auch mal Content produzieren. Aber das war subjektiv für mich, glaube ich, die schwierigste Entscheidung der letzten Jahre. Rückblickend eine gute Entscheidung, denke ich, für uns beide langfristig, aber damals sehr, sehr schwierig. Ich bin zufrieden, aber es war eine gute Beziehung und sich aus einer guten Beziehung zu lösen, ist schwierig, subjektiv. Marius 2000, warum hast du nicht Medizin studiert? Gute Frage. Ich habe gewürfelt, wirklich so ein bisschen. Ich habe ein Schnupperstudium in Informatik gemacht und das fand ich cool, aber Medizin war weit oben auf meiner Liste und ich habe mich dann Gott sei Dank für Informatik entschieden. Gott sei Dank, weil man ganz ehrlich die Arbeitsbedingungen einfach nicht vergleichen kann. Und die Studienbedingungen ist echt hart, was die Mediziner rackern müssen und was sie damit dann verdienen. Es sei denn, sie finden einen besonders kreativen Weg, so wie Ali Abdal, wenn sie wirklich einfach als Arzt arbeiten. Das finde ich ist schon kein Good Value, sagen wir mal. Kein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, das muss man schon richtig, richtig, richtig doll wollen. Im Vergleich zu dem, was Informatiker eben so verhandeln können, das ist alles auf einem hohen Pferd und es sind beides natürlich coole Jobs. Und das Prestige ist gesellschaftlich gesehen beim Arzt natürlich sehr, sehr hoch. Und da auch weiter einige Fragen, ob ich nochmal Informatik studieren würde, 100%. Wenn ich das jetzt nicht dürfte, dann hatte ich eine lange Liste. Wie gesagt, Medizin, Jura, reine Mathematik, Physik natürlich auch dabei. Philosophie, mein absolutes Lieblingsfach in der Oberstufe. Ich glaube, Philosophie, wenn es nicht Informatik geworden wäre. Technoli, was würdest du deinem 16-jährigen Ich sagen? 16-jähriger Niklas, lern mehr Sprachen, geh früher ins Ausland und chill. Alles wird gut in allen Lebensbereichen. Das Leben ist lang, mach dir keinen Stress. Und würde ich nochmal zu einem Fang-Unternehmen gehen? Spannende Frage. Ich würde sagen, ja, ich hatte natürlich am Ende meiner Facebook Karriere eine schlechte Erfahrung mit der Firma gemacht. Die habe ich ja reichlich dokumentiert auf YouTube und teilweise sogar im Fernsehen. Insgesamt habe ich aber sehr viel gelernt. Ich habe gut verdient. Ich habe viele spannende Leute kennengelernt. Es war ein super Stepping Stone in meiner Karriere und ja, insgesamt schon eine gute Entscheidung und ein Privileg, in der Firma zu arbeiten. Und ich will jetzt auch nicht sagen, alles war schlecht, nur weil es schlecht geendet ist. Das gilt sowohl in privaten Beziehungen wie im Berufsleben. Markus Blacksmith und MoRMN98 fragen, ob es schwer ist, nach London zu gehen, vielleicht generell ins Ausland zu gehen. Wie gesagt, beste Entscheidung überhaupt und ich bin sehr zufrieden damit. Aber alles im Leben hat seinen Preis. Es ist immer ein Trade-off, es gibt immer eine Kehrseite der Medaille. Und wenn man zum Beispiel ganz, ganz viele Orte kennenlernt, dann lernt man einzelne Orte weniger gut kennen. Wenn man ganz viele neue Kontakte macht und viele spannende Menschen kennenlernt, dann besinnt man sich weniger auf die anderen Beziehungen im Leben und die sind dann potenziell weniger tief. Und dieses im Ausland leben, dieses Nomadentum, das kann natürlich was Einsames haben. Andererseits kann nur an einem Ort zu leben und vielleicht sehr intensive menschliche Beziehungen zu pflegen, aber sonst nicht viel von der Welt mitzukriegen, das kann was Erdrückendes haben. Und jeder muss auf diesem Spektrum für sich den richtigen Kompromiss finden. Aber dass es ein Kompromiss ist, das muss man wohl einfach akzeptieren. Weiterhin einige Fragen zu meiner Schwimmlehrerin. Das ist so ein halber Inside-Joke. Ich habe als Kind, muss man dazu sagen, nämlich nie so richtig schwimmen gelernt. Ich habe gelernt, nicht zu sterben. Ich hatte, glaube ich, sogar ein Freischwimmerabzeichen oder nur ein Seepferdchen. Ich glaube, ich hatte ein Freischwimmerabzeichen. Aber da lernt man ja nur, wie man im Wasser lange nicht stirbt. Man lernt nicht wirklich schwimmen, man lernt nicht kraulen, Rückenschwimmen, womöglich Butterfly oder so. Und
Dieses Projekt habe ich nun endlich mal in Angriff genommen und das hat mir auf jeden Fall sehr gute Renditen gebracht. Mehr Details dazu auf meinem Vlog-Kanal für die, die es interessiert. Alex M. Lied wüsste gerne, wie ich Buchzusammenfassungen schreibe. Neuerdings habe ich angefangen, mehr auf dem Kindle zu lesen, wegen Readwise. Kannte ich schon lange, gibt es ein sehr gutes Ali Abdal-Video zu, kann ich in der Beschreibung verlinken. Aber die Tatsache, dass ich quasi übers Kindle mir Anmerkungen anstreiche und diese dann automatisch täglich per E-Mail bekomme von alten Sachen, die ich mal gelesen habe, dass ich sie automatisch in Notion, in Roam synken kann über Readwise, das ist schon sehr cool. Und darüber mache ich inzwischen die Zusammenfassung über diese Highlights im Kindle. Und jetzt geht's richtig los. Dennis, interessiert dich KI? Hast du eine Meinung dazu? Es war immerhin mein Forschungsthema in Frankreich im Master und ich habe dazu jede Menge Meinungen, die ich hier nicht kurz zusammenfassen kann. Bräuchte mal wieder ein eigenes Video insgesamt zu ChatGPT natürlich auch. Osman Martin, davon habe ich mitbekommen. Und hier gibt es jede Menge Fragen zu ChatGPT. Wie gesagt, eigenes Videothema ist ein bisschen überfällig, werde ich auf jeden Fall machen. Gerade produzieren irgendwie alle Content dazu. Und da will ich nicht auch noch aufspringen. Ich mache es dann, wenn es zu spät ist und der Trend vorbei ist. Aber so viel sei gesagt, ChatGPT wird Informatiker und Mathematiker nicht ersetzen. Und man bedenke, ich sage nicht Softwareentwickler. Und natürlich kann es sein, dass bestimmte Coding-Techniken, wenn man sich anguckt, was ChatGPT schon jetzt leistet und wenn man das 10, 20 Jahre weiterdenkt, kann natürlich sein, dass eine bestimmte Art von Softwareentwicklung so nicht mehr passieren wird, menschlich passieren wird wie vorher. Das ist ja auch nichts Neues. Eine Website zu programmieren ist ja auch heutzutage ganz anders. Es wird einem ganz viel von Frameworks abgenommen, zum Beispiel als rein HTML und CSS-Code zu schreiben. Solche generative KI kann dann natürlich nochmal einen Riesensprung leisten, aber dass wir, was Informatik und Mathematik angeht, insgesamt da an eine Grenze kommen, daran glaube ich nicht. Und da muss man flexibler denken, nicht nur in dem einen Berufsbild des Webseitenprogrammierers, der jetzt auch nur eine Art von Website programmiert, mit nur einer Art von Technologie. Wenn man in diesem Bereich arbeitet, und das ist immer mehr der Fall natürlich mit solchen drastischen Veränderungen, dann muss man dynamisch und flexibel bleiben. Aber Arbeit für smarte Leute, die mit diesen Hilfstechnologien dann ja noch mehr machen können und die sich mit Mathematik auskennen, die sich mit Informatik auskennen, da wird es, glaube ich, schon noch genug zu tun geben. In der Zwischenzeit bleiben wir aber bei der noch relativ klassischen Softwareentwicklung, die wir Menschen selbst machen müssen. Jagger04, ob ich Coding-Projektempfehlungen habe? Ja, ich habe mal ein Video gemacht zu Coding-Projektempfehlungen mit Morpheus Tutorials mit Cedric Mösner zusammen, werde ich in der Beschreibung verlinken. Das ist das Gute, man hat irgendwann alles schon mal gemacht und muss immer nur noch Links geben in diesen Q&As. Development Setup, Bennett habe ich nicht gemacht, habe ich ein bisschen den Zug verpasst. Hätte ich mal machen sollen, als ich noch Softwareentwickler war, denn das bin ich nicht mehr und da habe ich jetzt auch nicht mehr so die ganz aktuellen Tipps. Bei Meta hatten wir zuletzt VS Code genutzt, das war alles in der Cloud und die Testing-Frameworks und so waren alle proprietär. Und natürlich dürfen jetzt auch nicht die Fragen nach der Lieblingsprogrammiersprache oder generell den besten, empfehlenswertesten Programmiersprachen fehlen. Das sind zwei sehr unterschiedliche Dinge. Meine Lieblingsprogrammiersprache ist, glaube ich, wirklich Hack. Ich bestehe darauf, sie ist ganz anders als PHP, sie ist sehr viel besser, sehr angenehm, darin Code zu schreiben. Hack ist die Programmiersprache, in der das Facebook Backend geschrieben ist. Das ist eine eigene Programmiersprache bei Facebook, von Facebook für Facebook entwickelt. Das war sehr komfortabel, daran zu arbeiten. Sehr komfortabel, das Entwicklerteam der Programmiersprache quasi next door zu haben und sich bei denen beschweren zu können, wenn mal was nicht funktioniert hat. Aber empfehlen, jetzt ausgerechnet Hack zu lernen, kann ich natürlich niemandem, weil es fast sonst überhaupt niemand einsetzt. Es ist aber eben nochmal eine Bestätigung, wenn man sich anguckt, Facebook-Softwareentwickler oder Meta-Softwareentwickler werden natürlich überall mit offenen Armen empfangen, obwohl sie vielleicht die ganzen letzten 5 Jahre nur in Hack gearbeitet haben. Nochmal, Konzepte sind wichtig, Programmiersprachen nicht so. Daher die Frage, beste Programmiersprache, was heißt das überhaupt? Die Antwort ist Python übrigens, aber letztlich ist es nicht so wichtig. Und fürs Lernen, ich habe damals mit Java angefangen zu lernen. Und das ist auch gar nicht schlecht. Und man sieht ja auch mein Carol-Lernvideo. Wenn man ganz neu ist, dann würde ich ja mit Carol lernen, mit einer Lernsprache. Denn es geht darum, überhaupt mal zu verstehen, wie ein Programmierer zu denken. Und statische Typen, wenn man dann mit Java weitermacht, ist auf jeden Fall nichts Verkehrtes. Man will dann natürlich so schnell wie möglich auf was vielleicht etwas Angenehmeres, Vernünftigeres, sagen wir mal, wechseln wie Python. Aber in meinen Augen ist es absolut nicht verwerflich, in fast jeder getypten Sprache am besten anzufangen, programmieren zu lernen. Ist auch immer die Frage, wo man hin will. Möchte ich so richtig vollwertiger Softwareentwickler werden oder habe ich einfach ein cooles Website-Projekt, eine App-Idee? Dann ist es vielleicht auch okay, einfach nur JavaScript zu machen, das Leben lang.
könnte auch funktionieren. Das muss man letztlich mit sich selbst vereinbaren, was da wirklich die Ziele sind und wo man hin will. Men's Maxing mit Doppel-X. Hey Niklas, Lust auf eine Kollaboration? Das überlasse ich mal dem Live-Chat oder in den Kommentaren. Sollte ich mit Men's Maxing eine Kollaboration machen? Und Schieber fragt, Gastauftritt bei No Brain kenne ich auch nicht. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben und wenn das genug Likes kriegt, warum ich unbedingt dort hin soll und mich mit denen unterhalten soll, dann mache ich das auf jeden Fall gerne. Generell freue ich mich natürlich immer über Content-Wünsche, die ich dann auch gepflegt ignorieren werde. Mehr IT-Content, mehr Mathe-Content, mehr zu Cambridge. Wird alles hier und da kommen. Ich sehe mich als Variety-YouTuber und ich genieße das sehr, muss ich sagen. Das ist ein Privileg und ich freue mich, dass es immerhin genug Leute gibt, die sich für jedes einzelne Thema interessieren und dass ich so ein bisschen meinen eigenen Passionen nachgehen kann und die ändern sich mit der Zeit. Ich würde sagen, ich bin generell sehr interessiert am Lernen und es werden sicher noch etliche Videos kommen, wo ich mir etwas Neues aneigne und dann den Prozess dokumentiere und gucke, was gut funktioniert, was schlecht funktioniert und habe dann am Ende einen neuen Skill. Informatik habe ich mich schon eben sehr lange mit professionell beschäftigt, was sich auch nicht ändern wird. Ich bin Informatiker, ich bin Mathematiker, das prägt mein Denken sehr. Ob ich jetzt morgen ein Video hochlade zu einem mathematischen Beweis, wie ich das mal gemacht habe, das denke ich im Moment eher nicht. Aber irgendwann packt es mich sicher und dann kommt das auch wieder. Das Hauptkriterium ist immer, wie viel Bock habe ich gerade auf genau das Video. Und wenn das eine Hausparty in Ibiza ist, dann gibt es ein Video zu einer Hausparty in Ibiza. Das Gute ist ja, dass der YouTube-Algorithmus heutzutage eh mal genau die Leute findet, denen der Content gefällt. Aber wie gesagt, das heißt nicht, dass ich nicht offen für Vorschläge bin. Immer gern, ich lese sowieso die meisten YouTube-Kommentare, ich lese immer mal wieder auf Discord, ich lese auf jeden Fall die Feedback-Kanäle durch, ich lese meine Instagram-Nachrichten. Also kommt gerne weiter mit den Ideen und dann gibt es bestimmt früher oder später auch das entsprechende Video. Die einzige Ausnahme, die ich contenttechnisch mache, ganz ausdrücklich, sind Psychoanalysen von Lucian Dunkelberg. Aus drei Gründen. Ich bin kein Psychoanalytiker. Aus der Ferne könnte auch ein Psychoanalytiker das wahrscheinlich sowieso nicht. Ferndiagnosen, schwierig. Und drittens, wer ist Lucian Dunkelberg? Ich weiß es nicht. Erzählt es mir. Genau diesen Content werde ich wahrscheinlich nicht liefern können. Formattechnisch kann ich allerdings sagen, Konrad Gassmann Vlogs, absolut jede Menge. Der Vlog-Kanal macht mir so viel Spaß. Wirklich ist mein absolutes Lieblingsformat im Moment. Portugal ist ja schon da, Brasilien wird kommen, Mexiko wird kommen. Also da wird es auf jeden Fall jede Menge Vlogs geben. Auch in London kann ich gerne mal wieder einen machen. Und Livestreams, Schachstreams, Philipp93, klar. Können wir gerne wieder machen. Livestreams sind ein bisschen fester dieses Jahr wieder eingeplant und da wird sicher auch mal eine Runde Schach gezockt. Allein schon einfach wegen der guten Vibes, die wir immer in den Streams haben und die auch Christoph Fröhlich hier verbreitet. Keine Frage, aber wegen dir angefangen, IT zu studieren, bin dir einfach super dankbar. Klar, IT zu studieren, super Entscheidung, kann ich sehr gut nachvollziehen. Christoph Fröhlich freut mich, dass ich dazu beigetragen habe und ich kriege regelmäßig auf Instagram, auf LinkedIn sogar, auf YouTube Nachrichten von Leuten, die sagen, hey, ich habe mich deinetwegen dann und dann für ein Informatikstudium oder was in dem Bereich entschieden. Super, freut mich wirklich sehr und das ist sehr, sehr, sehr befriedigend und erfüllend natürlich, da einen solchen positiven Einfluss zu haben. Sagen wir mal, dass das ein positiver Einfluss ist, wenn Leute Informatik studieren. Mo RMN, warum bist du so sympathisch? Mach weiter so. Ich kriege immer so im Wechsel auf YouTube Kommentare, dass ich entweder sehr sympathisch oder gar nicht sympathisch sei. Er muss ein dickes Fell auf Social Media haben. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich hier nach deinem Geschmack mich vor der Kamera verhalte. Mo RMN 98. LS55555, erzähl doch mal eine wilde Geschichte aus Seminaren der Studienstiftung. Das kann ich gerne mal tun. Ich habe ja schon mal ein Video zu dem Stipendium gemacht, aber so richtig ins Detail bin ich da nicht gegangen. Aber gibt es natürlich jede Menge Material. Zum Beispiel die berüchtigte Nizza Akademie, die früher ja diese Armbänder hatte. Hier, ich habe auch ein Festival-Armband, das ist was anderes. Color Coding, rot, gelb und grün. Grün heißt, man ist Single. Gelb heißt, man ist in einer Beziehung, aber der Partner ist nicht in der Studienstiftung. Rot heißt Partner oder Partnerin in der Studienstiftung. Weiter werde ich das Thema hier nicht kommentieren, vielleicht mal ein eigenes Video zu diesen Eskapaden. Einige Leute interessieren sich für meine neue DJ-Karriere. Das habe ich mal angeteasert in irgendeinem Video oder auf Instagram oder so und da wird es sehr bald auf diesem Kanal ein Update geben. Deshalb an dieser Stelle kein weiteres Wort und zum dualen Studium habe ich auch schon ein Video gemacht mit Live Overflow zusammen. Damals auf Deutsch, ist nur ein älteres Video, aber ich glaube, die Infos sind noch einigermaßen aktuell. Alexander fragt ganz unverschämt, wie viel verdienst du bei Master School? Und da gibt es noch einige, die sich dafür interessieren. Tabuthema in Deutschland, aber da sind wir hier ja nicht. Mein Gehalt, normales Gehalt als Angestellter bei Master School hatte ich damals ausgehandelt 235.000 britische Pfund pro Jahr. Das sind
ungefähr 10.000 Pfund netto pro Monat, die auf mein Konto eingehen. Der Rest geht an die britische Regierung und die wertvolle Arbeit, die sie stetig leistet. Ansonsten, liebe Alunia, will ich gar nicht nachrechnen, wie viele Stunden ich pro Woche arbeite. Es sind deutlich mehr als ein Vollzeitjob, das auf jeden Fall, auch wenn man auf Instagram immer nur meine wilden Partyerlebnisse sieht. Einnahmequellen habe ich auf jeden Fall mehrere. Einmal eben mein Gehalt bei Master School. Dann hat man natürlich ein bisschen immer die Hoffnung, wenn man in einem Startup arbeitet, dass die Anteile an der Firma bzw. die Aktienoptionen, die es jetzt ja noch sind, sich langfristig bezahlt machen. Kann ich mein eigenes Video zu machen und das erklären, wie das genau funktioniert. Außerdem bin ich selbstständiger Lehrer bei Master School mit meiner eigenen Master School, in der gerade noch ein Jahrgang läuft. Da verdiene ich noch relativ wenig im Moment, weil ja das Prinzip ist, dass man die Studiengebühren erst zahlt, wenn man im Job ist. Und auch dann werde ich erst in meinem Anteil ausbezahlt, aber da wird noch einiges reinkommen. Und ich verdiene natürlich Geld mit diesem Content, hoffentlich. Ich habe vor einiger Zeit mal, schon länger her, meine YouTube-Statistiken gezeigt. Inzwischen habe ich einige neue Formate. Man muss sagen, dass der Podcast und die Vlogs im Moment hauptsächlich Geld verlieren. Langfristig wird sich das aber rentiert machen, wenn wir da mehr Sponsorships machen. Der Hauptkanal hält sich selbst, insgesamt finanziert sich YouTube selbst. Das ist schon mal das Gute. Ich habe also mein Investment, was ich initial getätigt habe, wieder raus und ich mache auch ein bisschen Gewinn. Wenn ich jetzt morgen meinen Master-School-Job abstellen würde, wäre es noch nicht so ganz komfortabel, nur von YouTube zu leben, muss ich sagen. Aber da will ich auf jeden Fall langfristig hin. Das ist natürlich toll, wenn man ganz verschiedene Pferde hat, auf die man setzt. Und wenn da mal eins ausfällt oder man sich neu orientiert, dann ist man natürlich deutlich flexibler in seiner Lebensplanung. Das ist natürlich toll, da bin ich sehr dankbar, denn es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Und nun aber zu einem Thema, das deutlich wichtiger ist als Finanzen, nämlich Gesundheit. Und die kann man sich nicht kaufen. Dementsprechend versuche ich, beweglich zu bleiben. Ich schwimme natürlich, wir wissen's. Ansonsten, lieber Marius, 2000 bin ich vor allem im Fitnessstudio gelegentlich und so im Bereich Yoga und Pilates unterwegs, auch aus orthopädischen Gründen. Ich würde langfristig ganz gerne nochmal einen anderen Sport machen. Ich habe Jiu-Jitsu gerne gemacht, habe viele Kampfsportarten gemacht, seit ich 15 bin. Habe auch mal Turnier getanzt, hatte mal eine Salsa-Phase und ja, generell kommt das immer so ein bisschen in Phasen bei mir und manche Sportarten lassen sich besser in den hektischen Alltag eingliedern als andere. Und anknüpfend an das Gesundheitsthema fragt Marek nach meiner Ernährung. Ich würde sagen, Marek, ich ernähre mich einigermaßen normal ausgewogen, habt ihr jetzt keine super spezielle Ernährung. Ich esse keinen Fisch allerdings. Schmeckt mir einfach nicht. Sehr traurig, wenn man aus Hamburg kommt. Würde mir auch gerne schmecken, aber schmeckt mir halt nicht. Und Koffein ist ein spannendes Thema, denn ich habe bis vor einem Jahr überhaupt keinen Kaffee getrunken. Mein Leben lang habe ich nie gemocht. Und wie sich das plötzlich ändern kann mit 28, 27 damals, plötzlich angefangen Kaffee zu trinken. Vielleicht war es Yamos-Einfluss aus der Türkei, das weiß ich nicht. Ich habe mir auf jeden Fall eine italienische Kaffeemaschine gekauft, die sieht man auch in meinem Vlog und trinke so 1 bis 2 Kaffee am Tag. Alkohol bin ich allerdings gar kein Fan von, lehne ich kategorisch ab, sieht man auch in meinem jüngsten Portugal-Vlog. Supplements, spannendes Thema, habe ich mich jetzt nicht so tief mit beschäftigt, wie einige das ja machen. Ich nehme relativ wenig. Ich habe immer so Phasen, ja, hier mal Athletic Greens, hier mal ein bisschen mehr Omega-3, gerade mit Fisch und Seafood ist das natürlich immer so ein Thema, wenn man das sonst nicht konsumiert, dass man da potenziell Mangel hat. Ich habe tatsächlich gerade ein Blutbild machen lassen. Das Ergebnis werde ich irgendwann erhalten, wenn dieses Video im Schnitt ist und dann gucken wir mal, ob da alles ist, wie es sein soll. Vitamin D könnte man im Winter natürlich supplementieren, aber Leute, lasst es messen und vertraut eurem Arzt oder Apotheker mehr als diesem YouTube-Video. Ansonsten bin ich großer Fan von Huel und den Huel-Produkten. Ich glaube, dieses Video wird nicht von Huel gesponsert sein, aber ich esse und trinke das tatsächlich regelmäßig. Und da ist relativ viel sowieso drin, weil es ja Complete Nutrition sein soll. Und insofern habe ich da so ein bisschen implizite Supplementierung in relativ geringen Dosen. Pizza oder Pasta geht natürlich in eine ganz andere Richtung. Niklas Wessel, beides ganz wichtige Gerichte und wichtige Kulturgüter. Ich würde sagen, im Zweifelsfall dann doch Pizza. US gefragt, welche Leistungsfähigkeit ich hatte. Ich nehme an, du meinst in der Schule, das hieß bei uns erhöhtes Niveau und grundlegendes Niveau, ist ja irgendwie jedes Bundesland merkwürdigerweise anders. Ich hatte Mathematik, Physik, Informatik, Deutsch und Philosophie auf diesem erhöhten Niveau. Und meine besten Noten hatte ich meistens in Deutsch und Philosophie, nicht in Mathe und Informatik. Wie sah mein erstes Portfolio aus, mit dem ich mich beworben habe, fragt nicht Julian, sondern ein unbekannter Discord-Nutzer. Mein erster Job war der Vollzeitjob bei Facebook, beziehungsweise damals das Praktikum. Das kam ja zuerst und da brauchte ich
kein großes Portfolio. Das war einfach nur ein Lebenslauf und genau den Lebenslauf, den ich damals benutzt habe, den gibt es ja in einem YouTube-Video zu sehen, eines meiner ersten Videos mit 11 Tipps zum Lebenslauf. Linus 812, den hatten wir doch schon mal. Der interessiert sich für die beste Laptop-Marke. Im Studium hätte ich gesagt ThinkPad von Lenovo. Da ist der Werteverfall nach IBM auch noch nicht allzu weit fortgeschritten gewesen. Die waren sehr solide und sehr gut und sehr, sehr, sehr Linux-kompatibel. Inzwischen bin ich sehr zufrieden mit MacBooks. Man kann den Vorteil nicht unterschätzen, wenn die Hardware und die Software, das Betriebssystem aus demselben Haus stammen. Das ist der Hauptvorteil von MacBooks gegenüber vielen anderen Anbietern, dass eben Microsoft Windows macht und Dell den Computer. Und da gibt es natürlich im Schnitt immer mehr Probleme, mehr Schwierigkeiten, mehr Sachen selbst zu beheben, als wenn eine Firma alles erledigt. Und letztlich ist es einem halt egal, was man benutzt. Und das Gerät soll einfach funktionieren, damit ich wichtigere Dinge tun kann. Insofern dann doch bei Apple. Deiner fragt, Laptop oder Tablet, hat beides seinen Platz und seine Funktion. Ich arbeite lieber am Laptop. Am liebsten arbeite ich natürlich mit großen externen Monitoren. Im Flugzeug nehme ich gerne ein Tablet oder wenn ich hier Fragen für die Q&A vorlese. Und wahrscheinlich derselbe Linus 812, diesmal allerdings auf Instagram, fragt Intel oder AMD. Ich bin traditionell mehr mit Intel unterwegs, aber ich habe da keine große Präferenz. Ein viel, viel wichtigeres Thema sprechen Chris13 und Nicey am Sleepen hier an, nämlich Imposter Syndrome und Versagensängste. Es ist nämlich ein ganz natürliches Phänomen, von dem ich auch in meinem Content schon ab und zu gesprochen habe, dass es uns Menschen oft so vorkommt, als seien wir am falschen Platz, als wüssten alle anderen alles besser. Man fühlt sich wie ein Hochstapler. Das Hochstapler-Syndrom, das ist ein bekanntes, untersuchtes psychologisches Phänomen. Und das überhaupt mal zu realisieren, dass das normal ist, sich zu fühlen, das fühlt sich immer so ganz persönlich an. Nein, ich habe mich hier reingeschummelt, ich hatte Glück, die anderen wissen alles besser. Nein, das geht nicht nur dir so. Es ist nur so, dass die meisten von uns es sich nicht anmerken lassen. Und wir Influencer, wir Creator tragen auch dazu bei. Denn du sagst ganz richtig, Nicey, ich trete hier selbstsicher auf und schaffe es, kommunikativ von mir zu überzeugen. Das ist natürlich alles erstmal geschnitten. Teilweise geskriptet, teilweise vorbereitet, teilweise mit oder ohne Teleprompter. Und da zeigt man eben nicht unbedingt gerade die Schwächen. Da zeigt man nicht, wenn man mal keine Antwort weiß, dass ich vielleicht gerade eine Minute über die Frage nachgedacht habe. Das wurde dann rausgeschnitten und über seine Ängste spricht man auf Social Media schon gar nicht gern. Aber auch in der echten Welt ist es nicht viel besser. Als ich neu im Informatikstudium war, hatte ich große Versagensängste, ein großes Hochstapler-Syndrom. Ich dachte, oh mein Gott, die kennen sich alle viel besser aus, die haben viel mehr Programmiererfahrung. Da gibt es Leute, die basteln an Computern, seit sie 11 sind. Und ich hatte diese Vorerfahrung nicht. Das ging dann weiter in Cambridge, habe zur Mathematik gewechselt, dachte, oh mein Gott, sind die alle schlau und können viel besser Mathe. Dann bei Facebook, meine Güte, was man da für Leuten begegnet mit ihren ganzen Informatik-Gold-Olympiaden. Und intern denken die dann womöglich ja auch das Gleiche. Ich erzähle natürlich, trete auch selbstsicher auf, hey, ich war Jahrgangsbester im Informatik-Bachelor oder sonst was und habe in Cambridge studiert. Und dann denken alle insgeheim, alle anderen wissen es besser. Und eigentlich sind alle wahrscheinlich ungefähr am richtigen Ort und ja, Hochstapler-Syndrom, davor ist niemand gefeit, hatte ich schon ganz, ganz oft im Leben und davon sollten wir Influencer auf jeden Fall mehr berichten und davon sollten wir alle mehr sprechen und mehr Schwäche zeigen. Also lasst euch da beruhigen, Zweifel sind normal, ich zweifle, ihr zweifelt, alle zweifeln, das Leben ist kompliziert und schwierig manchmal, aber es macht auch Spaß, also entspannt euch, genießt die Reise, ja, genießt den Prozess und konzentriert euch nicht so sehr darauf, was jetzt genau die anderen womöglich besser oder schlechter können. Fridjof, Pablo und Off the Sky 90 interessieren sich für meinen Intelligenzquotienten, aber irgendein Meme, irgendeinen Teaser muss ich ja behalten und kann hier nicht alles sofort preisgeben. Aber eines Tages kommt der große Reveal dieser nicht so ganz wichtigen Zahl. Fabi und Almighty wüssten gerne, wie man sich fürs Informatikstudium vorbereitet. Da habe ich auch natürlich, wie zu ganz vielen Fragen, schon Content, aber kurz zusammengefasst, programmieren und Mathe üben. Wenn es einem jetzt aber wie Phoenix Original geht und man in Mathe nicht so zurechtkommt, aber gut in Informatik ist, dann hat man verschiedene Optionen. Man kann es einfach mal probieren. Informatikstudium anfangen. Die ersten paar Semester werden wahrscheinlich hart. Das hatte ja vorhin auch jemand gesagt, ob das erste Semester besonders schwer war. Vielleicht deswegen, denn die ersten Semester, gerade im allgemeinen Hochschulstudium an der Universität, sind oft sehr theoretisch. Da wird rausgeprüft mit der theoretischen Informatik und der Mathematik. Wenn einem das nicht liegt, dann quält man sich da eben entweder erfolgreich durch oder nicht. Ich würde sagen, dass tendenziell mit der richtigen Lernmethode sehr viel geht. Da lässt sich sehr viel holen, auch wenn es jetzt nicht dein Haupttalent ist. Aber man muss an irgendeinem Punkt auch sagen, es muss ja nicht jeder Informatiker sein,
um was mit IT zu machen. Informatik, die Theorie, die Studie der Information ist schon sehr nah an der Mathematik im eigentlichen Sinne. Und es gibt ganz viele angewandte Bachelorstudiengänge, vielleicht an einer Fachhochschule, vielleicht eine Ausbildung zum Programmierer, vielleicht einfach sich selbst alles beizubringen oder ein Bootcamp zu machen. Da gibt es so viele Wege in die IT und manche von denen haben deutlich weniger Mathematik. CapHS, wie kann man mit einem ETH-Abschluss einen Job in Quant Trading bekommen? Finde ich toll, was ihr mir mal alles zutraut, was ich alles wissen soll. Ich kenne weder die ETH gut, noch Quant Trading als Fach besonders gut. Klingt ein bisschen nach einer Samuel Bosch-Frage. Der ist doch in diesem Quant-Bereich so ein bisschen unterwegs gewesen und ich glaube, der kennt auch die ETH. Also gebe ich diese Frage hier an Samuel weiter bei Gelegenheit. Kann man als Data Scientist in Führungsposition aufsteigen? Das kann ich beantworten. Ja, kann man. Und insbesondere, lieber Daniel, ist das natürlich auch mit einem Hintergrund in Wirtschaftsinformatik möglich. Dem Softwareentwickler auf Discord kann ich auch bestätigen, dass man durchaus Embedded-Entwickler werden kann mit einem Informatikstudium. Allerdings muss ich sagen, lieber Levin, wer Kaufmann mit einem N schreibt, der hat im Investmentbanking leider keine Chance mehr. Die absoluten Vielfrager Shiba und Linus interessieren sich hier noch für Themen, die sich noch weiter außerhalb meiner eigentlichen Domäne befinden und zu denen ich erst meine Recherche machen werde, bevor dann ein eigenes Video dazu kommt. Worüber ich allerdings schon mehr weiß, das ist die Mathematik und das ist insbesondere die App Anki. Ja, es ist natürlich so eine Sache. In meiner Lernmethode der Berüchtigten erzähle ich ja, wie man besonders gut auswendig lernt. Nun ist das Mathematikstudium natürlich auch ganz viel verstehen. Das heißt aber nicht, dass man nicht mit Anki auch Sachen vertiefen und reproduzieren kann. Du kannst, sagen wir mal, eine Aufgabe, vielleicht sogar einen Beweis, einen kreativen Beweis, den du mal gelöst hast, in Anki eingeben, auf der Rückseite die einzelnen Beweisschritte und dann immer, wenn die Karteikarte kommt, gucken, kann ich noch im Kopf die einzelnen Beweisschritte reproduzieren. Das hilft durchaus, auch diese Vertiefung, diese Einprägung, dieses Auswendiglernen, wenn man so will, zu machen, auch wenn es eigentlich natürlich im Mathestudium viel auch um Verständnis geht. Wer zum Beispiel in Cambridge den Part 3 des Mathematik-Tripos macht, der muss schon sehr viele Beweise in sehr kurzer Zeit aufschreiben, von denen man viele exakt so vorher in der Vorlesung hat. Das heißt, da ist es auf jeden Fall auch eine Gedächtnisleistung. Da würde ich jetzt nicht erwarten, dass jeder die Beweise alle zum ersten Mal in der Prüfung löst. In Part 2, also dem letzten Jahr des Mathematik-Bachelors, da war es ein bisschen besser, da ist die Abschlussprüfung ein bisschen nicht einfacher, aber irgendwie sinnvoller. Part 3 war schon ein ziemliches Auswendiglernen in Cambridge, dieser Masterabschluss. Ein eigenes Video zu Mathe mit Anki, bisschen nischig. Vielleicht können wir uns mal in einem Livestream oder so da genauer drüber unterhalten. Mathe als Programmierer ist eine häufige Frage. Axak 444. Ich habe allgemeiner mal ein Video gemacht, Mathe im Informatikstudium. Ich habe mit Mr. Lux mal im Podcast drüber gesprochen, ob man Mathe als Spieleentwickler benötigt. Generell kann man sagen, wenn man irgendwas programmieren will und jetzt nicht unbedingt eine Game Engine oder so, dann braucht man nicht besonders viel Mathematik. Allerdings kann Mathematik natürlich auch sehr viel Freude bereiten. Zum Beispiel dem Ithronian Chaos System und auch mir. Ich würde mich für die Graphentheorie entscheiden. Ich wollte schon lange mal ein Video zur Graphentheorie machen und ich glaube, das ist was, was ich wirklich mal machen werde. Meine Begeisterung für die Mathematik, die ist mir natürlich weiterhin erhalten geblieben, auch wenn ich mich jetzt in meinem Tagesgeschäft nicht mehr so intensiv damit auseinandersetze. Und sprachlich begabt, würde ich sagen, bin ich trotzdem Quad-Error-Demonstrant. Das geht also durchaus auch beides. Identifizieren tue ich mich letztlich dann aber doch mehr als Informatiker, denn als Mathematiker. Also Ithronian Chaos System wieder PNP. Das wäre schon sehr cool, wenn man da was rausfinden würde. Jetzt ist hier allerdings heute nicht nur meine Expertise, sondern auch vielfach meine Meinung gefragt. Zum Beispiel die zu Elon Musk und insbesondere zu diesem ganzen Twitter-Debakel. Ich finde Elon Musk erstmal cool und inspirierend und er ist einer der wichtigsten, natürlich, Entrepreneure unserer Zeit. Diese ganze Twitter-Geschichte scheint mir ein bisschen eine Ablenkung zu sein. Habe ich damals im Podcast mit Frank Thelen schon gesagt. Ich finde es ein bisschen schade, dass ein großer Geist wie Elon Musk sich jetzt so intensiv mit Twitter beschäftigt. Der soll Elektroautos arbeiten, der soll am besten daran arbeiten, dass wir auf den Mars kommen. Twitter ist einfach nicht wichtig genug, finde ich. Social Media ist nicht unwichtig, aber Elon Musk ist nicht der Richtige. Das ist nicht sein Talent, Social Media groß zu machen im Vergleich zum Ingenieurstalent, das er eigentlich wirklich hat. Also Zeitverschwendung und Talentverschwendung, finde ich.
Was jetzt aber natürlich nicht heißen muss, dass ich jede Entscheidung, die Musk da bei Twitter getroffen hat, schlecht fand. Hier zum Beispiel Alex Bohne fragt nach Jordan Peterson. Es ist erstmal gut, dass er seinen Twitter-Account wieder hat. Ich bin großer Verfechter der Meinungsfreiheit. Ich finde es gar nicht gut, wenn Leute plötzlich irgendwas nicht mehr sagen dürfen, auch wenn sie ganz anderer Meinung sind als ich. Und Jordan Peterson ist zu ganz vielen Themen ganz anderer Meinung als ich. Gerade in der letzten Zeit hat er sich eher von mir wegentwickelt. Er ist mir jetzt nicht sympathischer geworden. Ich finde, er verbringt wahrscheinlich sehr viel Zeit mit Ben Shapiro, was in meinen Augen nicht der beste Einfluss ist. Ist mir ein bisschen zu hardcore. Generell hat er auch viele kluge Sachen in der Vergangenheit gesagt, die ich unterschreiben würde. Bin auf jeden Fall gar kein Freund davon, jemanden in so eine ethische Generalhaft zu nehmen. Ich kann die einen Sachen ganz, ganz schlimm finden, die jemand sagt, und die einen klug und interessant. Bei Karl S. und auch bei Andrew Tate gibt es allerdings nicht ganz so viel Kluges und Interessantes, was ich jetzt von ihnen persönlich gehört habe. Ich kenne sie beide nicht besonders gut. Karl S. kenne ich fast gar nicht, habe ich irgendwie mal ein Video von gesehen, und Andrew Tate wird mir immer mal vorgeschlagen, da sind ein paar ganz lustige Clips bei, ist allerdings auch sehr, sehr prollig, nicht so mein Stil, aber natürlich irgendwie eine ganz interessante, schillernde Figur zumindest. Wen ich gut kenne oder einigermaßen gut kenne, ist aber David Döbele. Bei seiner Bachelorarbeit war ich nicht dabei, aber man muss ganz, ganz, ganz vorsichtig sein mit solchen journalistischen Online-Artikeln, das ist erstmal einfach eine Behauptung, die da im Raum steht, und David Döbele kann ich nicht beurteilen in Bezug auf diese Bachelorarbeit. Ich kann ihn aber einigermaßen beurteilen auf seinen Gesamtcharakter, seine Person, wie er auftritt, wie er privat, wie er hinter der Kamera ist, wie er ist, wenn man mit ihm ein Bier trinken geht. Ganz, ganz netter Mensch, seriöser Mensch, der wirklich da was Tolles macht. Ob das jetzt für jeden einzelnen Studenten die richtige Entscheidung ist, in genau dieses Coaching zu gehen, das sei dahingestellt. Er als Person, David Döbele, ist auf jeden Fall ein cooler Unternehmer, ein cooler Typ, ein ehrlicher Typ, und ich schätze ihn. Mika fragt, wie geht es dir, Niklas? Und ähnlich fragt hier Krischi, bist du glücklich? Und Zero, bist du momentan glücklich? Und Julia Marie Mai, fühlst du dich momentan mental gesund? Bist du glücklich? Das sagt viel über diese Community, dass das in jeder Q&A immer wieder gefragt wird. Und ja, mir geht es sehr gut im Moment. Mir geht es auch relativ gesehen gut. Ich hatte generell über die letzten Jahre viel Glück und generell in meinem Leben viel Glück. Aber gerade geht es mir auf jeden Fall besonders gut. Das letzte Jahr ist sehr gut für mich gelaufen und ich bin optimistisch, was dieses Jahr angeht. Und dieses Glücksgefühl, diese persönliche Zufriedenheit, lieber Julius Bickmann, ist auch vielleicht mein größtes Achievement des letzten Jahres. Denn Paul HFJN und Jakob Wagner, durchaus ging es mir jetzt nicht immer durchweg gut und ich hatte mit Burnout durchaus zu kämpfen, und wer hat bitte im Leben nie mit psychischen Problemen zu kämpfen? Wieder ein Thema, das wir nicht genug besprechen, gerade auf Social Media oft nicht genug besprechen. Ich finde es fast unrealistisch, durch dieses komplexe Leben, durch diese komplexe Welt zu gehen, als sterblicher Mensch mit all unseren Verwundbarkeiten und all den Dingen, die in der Welt passieren und die um uns herum passieren, und nie psychische Probleme zu entwickeln. Natürlich haben wir alle unser Päckchen zu tragen und das ist in Ordnung. Und da gibt es ganz, ganz, ganz viel, was man daran machen kann und ganz viele Dinge, die einem helfen können. Da kann ich nicht das eine Wunderheilmittel geben. Ich bin großer Fan von Psychotherapie. Ich mache seit längerem Therapie. Das hilft sehr und das werde ich wahrscheinlich auch mein Leben lang weitermachen. Das heißt nicht, dass ich ein Problem habe im Sinne eines zu stigmatisierenden pathologischen Problems oder so. Vor ein paar Jahren hätte ich vielleicht so gedacht, wenn jetzt jemand Therapie macht, ein bisschen problematisch, da ist irgendwas nicht richtig. Nein, ich werde Therapie bis an mein Lebensende machen, hoffentlich noch sehr, sehr lange, einmal die Woche zu reflektieren, wie es einem geht, wie es einem wirklich geht, wie man hier in der Q&A so nett gefragt wird, wie geht es dir? Und das sich einmal die Woche zum Beispiel in so einer Session selbst wirklich zu fragen, da braucht man auch keinen Therapeuten für, kann man ein Tagebuch führen, kann man alle möglichen Dinge tun, aber diese Reflexion, die Selbstakzeptanz, die Arbeit daran, nicht immer nur weiterzustreben, sondern auch im Hier und Jetzt glücklich zu sein, das ist ganz, ganz wichtig. Und ja, gegen Burnout wurde gefragt, ob man da konkret was gegen machen kann. Ich glaube, es ist eben auch die Akzeptanz, dass man nicht alles machen kann, dass man ein physisches, ein mentales Limit hat. Je älter man wird, desto mehr merkt man das. Das werde ich sicher in 10, 20 Jahren noch deutlicher spüren als jetzt, und das spüre ich auch jetzt deutlicher als vor 10 Jahren. Dennoch geht es mir gut, wirklich gut. Und wenn euch diese Arten von Themen interessieren, wie man quasi das persönliche Glück, die Zufriedenheit, den Genuss im Hier und Jetzt balancieren möchte
mit der Zukunftsplanung, mit der Karriere, mit der Produktivität, mit dem Lernen, was ja auch wichtig ist für ein insgesamt zufriedenes und erfülltes Leben, dann guckt euch den Podcast an, den ich mit Joe Trank hatte. Erste neue Podcast-Folge seit langem und da haben wir sehr intensiv über das Thema gesprochen. Glaube ich, dass da einige interessante Gedanken bei waren. Und wenn es einmal so richtig schlecht geht, dann geht man am besten mit Schreier Lukas zum Empire Music Festival in Guatemala. Das klingt super cool, habe ich noch nie von gehört, aber hoffentlich bin ich dabei. Ich werde es gleich googeln. Und was ich generell für Musik höre, das ist natürlich erstmal die Frage, was das für ein Genre ist. Nux, gute Frage. Ich höre sehr viel klassische Musik. Ich höre gerne Deutschrap und ich höre gerne Techno und House. Und das hat natürlich der Simon Kutschera hier ganz richtig festgestellt. Ist eine eher jüngere Entwicklung. Techno, House, progressive elektronische Musik konnte ich früher nicht so viel mit anfangen. Und wie die meisten großen Lebenswandel kam es natürlich durch ein Mädchen. Tits Insta fragt nach coolen Nebenprojekten. Das allercoolste Nebenprojekt ist ja wohl dieser Kanal oder die ganzen Kanäle, die es hier inzwischen schon gibt. Und da will ich auch weiter meine Energie reinstecken. Und ja, Lagner Julian, auch Livestreams sollen dabei sein. Jetzt geht's wieder los hier. Cadence Stella, was ist dein Bodycount? Habe ich schon mal beantwortet, damals im Podcast mit Paula. Da haben wir so eine Q&A-Version gemacht. Ich glaube, die Frage war sogar im Thumbnail. Seitdem sind es 5 mehr vielleicht. Und Drogenerfahrung beim Feiern und auf Festivals bestehen, lieber Schmulzson. In Podcasts habe ich teilweise darüber gesprochen. In Vlogs wird es teilweise angedeutet. Ein großes Thema ist es auf meinem Kanal bis jetzt noch nicht gewesen. Das liegt aber nicht daran, Schreier Lukas, dass meine Eltern meine YouTube-Videos gucken, das tun sie. Grüße gehen raus und deswegen erzähle ich hier ja auch alles genau so, wie ich es auch ohne Kamera hoffentlich erzählen würde. Shiba fragt nach meinem Glauben, auch in jeder Q&A ein heißes Thema. Ich bin christlich-evangelisch aufgewachsen. Zurzeit spielt christliche Tradition, christliche Liturgie in meinem Leben keine besonders große Rolle. Ich suche meine spirituellen Erfahrungen im Moment anderweitig. Das kommt auch immer so in Phasen. Ich bin natürlich sehr naturwissenschaftlich orientiert durch meinen Studienhintergrund und bin, glaube ich, relativ rational drauf, aber auch jetzt kein ganz hartgesottener Materialist. Insta-Zelotte, die Persönlichkeitstypen sind allerdings genauso Glaubenssache wie die Religion, denn so richtig wissenschaftlich ist das nun wirklich nicht und wird ja von den Psychologen eher abgelehnt. Es sei so viel gesagt, dass ich, finde ich, ganz lustig auf Partys bin. Ihr könnt das Ibiza-Video gucken und das beurteilen. Insofern würde ich mich selbst da in den Hut werfen, in den Ring werfen. Ich würde meinen Hut in den Ring werfen, Florian Denk, bei der Person, die man für eine gute Party braucht. Jetzt habe ich mich vielleicht hier auch um Kopf und Kragen geredet und begebe mich in nerdigere Gefilde, in denen ich mich wohlfühle. Raigeki 2 K, das ist eine Yu-Gi-Oh-Karte, oder? Raigeki ist eine Yu-Gi-Oh-Karte. Alle gegnerischen Monster werden zerstört. Und er fragt, welche Position hast du in Dota meistens gespielt? Wer war dein Lieblingsheld? Storm Spirit in der Mitte. Etwas nerdige Themen, aber ist ja auch schön. Und Marius 2000, um genau so etwas zu kompensieren und besser angeblich und charismatischer zu wirken, habe ich mir diesen leichten Bart wachsen lassen aufgrund externen Feedbacks. Es gibt jede Menge Fragen zum Podcast und jede Menge Vorschläge. Das freut mich natürlich, dass es da noch eine Community dahinter gibt. Die neueste Podcast-Folge ist, seitdem ich diese Q&As quasi eingesammelt habe, ja wieder erschienen mit Joe Trank, erste Folge von Niklas und Konsorten. Und es sind schon 5 weitere Podcast-Folgen in Arbeit. Also da wird auf jeden Fall einiges kommen dieses Jahr. Ich hoffe, es gefällt euch und immer gerne weitere Vorschläge schicken. STX, das war auch der mit den Supplements, fragt, ob ich finde, dass die Gesellschaft generell verweichlichter wird, dass gute, traditionelle, maskuline Werte durch Wokeismus in den Hintergrund geraten. Interessanterweise habe ich gerade letztes Jahr eine neue Verbindung, würde ich sagen, hergestellt zu meiner eher weiblichen, femininen Energie. Männliche und weibliche Energie, das ist ein Konzept, das mir so bis vor kurzem nicht bekannt war. Darüber spreche ich ganz kurz auch mit Joe Trank, würde ich auf jeden Fall mal nachlesen. Und es ist gar nicht schlecht, wenn man es schafft, die so ein bisschen in sich auszubalancieren. Ich bin da generell immer ein Freund der Balance und des Moderaten. Ich würde nicht sagen, dass Männer nicht weich und feminin rüberkommen dürfen. Ich bin auch gar kein Fan dieses Begriffes der toxischen Maskulinität. Finde ich auch irgendwie Quatsch und an sich toxisch. Natürlich kann man toxisch feminin sein und maskulin und einfach toxisch menschlich sein. Man kann eine gute maskuline und feminine Energie in sich tragen. Das ist alles immer eine Frage der Balance, Wokeismus
Naja, ich bin, wie gesagt, kein Freund davon, jetzt jemanden in einen Topf zu stecken. Ich bin kein Freund davon zu sagen, mit dem darfst du dich nicht unterhalten. Ich bin kein Freund davon zu sagen, dem wollen wir nicht zuhören, der hat irgendwie was gesagt, was so ein bisschen unkorrekt ist. Also das alles lehne ich ab. Ich bin ein Freund der Freiheit und der Offenheit gegenüber beider Positionen in den meisten Konflikten. Was nicht heißt, dass es keine Themen gibt, zu denen ich passionierte Meinung habe, aber generell bei vielen dieser Diskussionen sollen die Leute sich einfach mal ein bisschen entspannen auf beiden Seiten. Welche Partei ich wähle, das kann man vielleicht daraus ableiten, vielleicht nicht, könnt ihr für euch selbst bewerten. Benny 2003, welches Fach aus der Schule siehst du als das sinnvollste Fach fürs Leben an? Wahrscheinlich Informatik oder Philosophie. Die beiden würde ich auf jeden Fall wählen. Da ist man ganz gut bedient. Malte, wie würdest du die Balance im Studium halten? Work hard, play hard. Ja, finde ich gut, solange man es kann. Wenn man es hinkriegt, ganz, ganz, ganz hart zu arbeiten und dann richtig hart Party zu machen, dann soll man das tun. Habe ich lange gemacht und mache es ein bisschen auch immer noch. Aber irgendwann kommt man halt an einen Punkt, wo man das mental, psychisch, physisch zu viel findet, wo man gesundheitliche Einbußung macht und dann kann man beides so ein bisschen reduzieren. Aber die Balance ist weiterhin wichtig, dass man gut produktiv arbeitet, an seinen Zielen arbeitet, aber dass man eben auch sich ordentlich gönnt. Beides nicht vergessen. Linus, mal wieder, wie hast du die Disziplin, das Durchhaltevermögen geschaffen, um so intensiv für die Uni zu lernen? Ich habe ein Fach gewählt, das mir wirklich und ernsthaft Spaß macht. Das ist der wichtigste Schlüssel zum Erfolg. Yo, Batzi, etwas wählen, das einem wirklich Spaß macht. Ansonsten muss man natürlich auch mal ein bisschen büffeln und nicht jede einzelne Stunde macht einem Spaß, aber da ist es vielmehr eine Frage der Systeme und nicht der Disziplin. Apropos Systeme, Felix LMR 110 Reclaim, gute App zum Beispiel. Und na klar, das stimmt schon, dass ich, seit ich angefangen habe, sehr viel in meinem Alltag zu timeboxen, also meine ganzen To-Dos und Projekte immer in den Kalender einzutragen, das manchmal ein bisschen vermisse, stundenlang rumzusitzen. Dann trage ich mir das entweder ein, rumsitzen, entspannen in den Kalender, oder ich lasse ihn dann doch mal für eine Weile frei und mache eine Einbuße bei der Produktivität. Das habe ich auch für mich festgestellt, dass man da teilweise wieder eine Balance finden muss. Asgard, weil es gerade aktuell ist, hast du jemanden angestellt, der diesen Spam für dich liest, auswertet und die drei sinnvollen Fragen für das Video raussucht? Ja, ich habe diesen Discord-Thread, da haben die Leute sich in die Haare gekriegt und alle möglichen Konterfragen gestellt. Das habe ich jetzt nicht alles im Detail gelesen, sondern mein Editor hat gescreenshottet, was irgendwie sinnvolle Fragen waren oder so halbwegs sinnvolle Fragen. Es gibt ja auch einen Ordner mit Trollfragen, da kommen wir, glaube ich, gleich zu. Es kann übrigens auch heißen, dass eure Fragen zu spät waren und die es nicht mehr in meine Screenshot-Ordner hier geschafft haben. Also es gibt eine kleine Vorauswahl, aber ich versuche hier schon sehr lange zu sitzen und möglichst viele Fragen zu beantworten. Marius 2000, sind immer die gleichen Leute, aber hey, warum nicht? Wann stehst du mal auf? 9 Uhr morgens ungefähr, mal um 8, mal um 10. Ich bin da nicht ganz so konsistent, wie ich es wahrscheinlich theoretisch sein sollte. Otaro, das geht nochmal zur Frage davor. Wenn du es nicht schaffst, aus einer Phase rauszukommen, wo du faul bist, dann bist du am falschen Ort, tust das Falsche, hast die falsche Umgebung. Es liegt eigentlich nie daran, dass du dich selbst irgendwie einfach zusammenreißen musst, dass du irgendwie einen Schalter im Gehirn umlegst. Studier was anderes. Zieh an einen anderen Ort. Stell deine Ernährung um. Ich glaube an die Systeme, ich glaube an die äußeren Einflüsse. Ich glaube nicht so sehr an diesen Begriff der Selbstdisziplin. Alberto 321321, von 1 bis 10, wie gut sind deine Programmierskills? Das kommt natürlich sehr auf die Skala an. Wenn wir von der Kurve der Gesamtweltbevölkerung sprechen, wahrscheinlich so eine 9. Wenn wir von Informatikern sprechen, würde ich mir schon noch eine 7 geben. Wenn wir von Facebook-Softwareentwicklern sprechen, vielleicht eine 5. Irgendwas einigermaßen durchschnittlich. Ich habe überperformt, würde ich sagen, bei Facebook, aber nicht hauptsächlich aufgrund meiner Informatik-Skills, sondern auch wegen meiner Kommunikations-Skills und meines geschickten Auftretens. Es ist sehr viel Selbstvermarktung, es ist sehr viel Kommunikation, es ist sehr viel Planung, es ist sehr viel Produktivität. Gerade wenn man in einer großen Firma arbeitet, da geht es nicht nur um die technischen Fähigkeiten. Da gab es Leute, die besser programmieren konnten, da gab es Leute, die schlechter programmieren konnten. Da war ich, würde ich sagen, ungefähr im Mittelfeld. Die genaue Programmiersprache ist da immer noch nicht besonders relevant. Ich habe hauptsächlich in Hack und ein bisschen in Python gearbeitet, ab und zu mal in Java und JavaScript auch gearbeitet bei Facebook, aber ja, hauptsächlich in Hack. Und das sind dann auch die Sprachen, in denen ich mich, lieber Linus, am wohlsten fühle, obwohl natürlich aus früheren Zeiten dann noch einige hinzukämen. Adrian gefällt das, fragt, was ist der Sinn des Lebens? Eine sehr allgemeine und absolute Frage. Allerdings Jakob schränkt es ein, was ist deiner Meinung nach der Sinn des Lebens
Und Ron fragt sehr schön, was ist dein Sinn des Lebens? Das gefällt mir sehr gut, wie Ron das hier formuliert hat. Denn natürlich kann es den einen Sinn des Lebens nicht geben, der sich in ein paar Sätzen zusammenfassen ließ. Da kann man ironisch sagen, 42. Aber die Frage ist unklar, was sie genau sein soll. Nein, ein ganzes Buch, eine ganze Bibliothek könnte den einen Sinn des Lebens nicht festlegen. Denn Sinn und generell Semantik fragt immer auch nach einem Kontext. Ja? Ich kann einen Sinn in einem gewissen geschlossenen System finden. Das ganze Leben, unsere ganze Welt, unser Universum, welchen Sinn soll das haben? Das könnte nur einen Sinn haben, wenn es ein Außen gibt, nach meinem Verständnis. Und ob es dieses gibt, das werden wir nie belegen oder widerlegen können. Das, finde ich, hat auch was ganz Beruhigendes. Wir könnten uns in einer Matrix befinden. Mein Gehirn könnte irgendwo in einer Box liegen. Das könnte alles eine Simulation sein. Da werde ich nie rankommen. Da werde ich in meinem Leben nie die Möglichkeit haben, mit unserer Wissenschaft darüber eine Aussage zu treffen. Das heißt, die Wissenschaft hat ihre Grenzen, der Materialismus hat seine Grenzen und das an sich finde ich beruhigend, dass es da immer außerhalb unseres Informationsbereiches, unseres Erkenntnisbereiches etwas geben muss. Und was nun ich persönlich als meinen Sinn in diesem Leben, in dieser Gesellschaft empfinde, das an sich ist schwer genug zu beantworten, nicht in wenigen Minuten hier zu beantworten, aber es zeigt, wie persönlich die Frage letztlich ist und natürlich kann es sich auch für uns ändern und es gibt alle möglichen Erlebnisse, Momente, Gedanken, Gefühle, Begegnungen, in denen wir individuell so einen Sinn empfinden haben können, so ein Gefühl von Bedeutsamkeit. Vielleicht beim Genuss eines besonderen Musikstücks, einer Nahrung, einem Gespräch mit einer besonderen Person, dem Besuch eines besonderen Ortes. Aber viel weiter werden wir bei dieser Frage hier auf jeden Fall nicht kommen. Eine Frage, die einen Tick leichter zu beantworten ist, ist, welchen Browser ich benutze. Das ist Google Chrome. Ahmed, keine Frage, aber ich finde es cool, dass du Türke wirst. Teşekkürler kanka, Bencede, Bence çok güzel. Guckt euch das Video an, wo ich Türkisch gelernt habe. Das ist wirklich ein cooles Video. Ist auf meinem Vlog-Kanal erschienen, war damals wahrscheinlich ein Fehler, es nicht auf dem Hauptkanal zu posten. Aber auf dem Hauptkanal wird es auch zum Sprachenlernen demnächst nochmal was geben in Form eines Selbstexperiments. Und da war hier auch die Frage, wie man Sprachen lernt. Dazu habe ich nun wirklich schon sehr viel auf YouTube gesagt. Aber von Tom, welche Sprachen kannst du mittlerweile? Nun gut, ich spreche Deutsch, Englisch, Französisch sehr gut. Ich spreche solide Polnisch, auch wenn es ein bisschen abgenommen hat und ich jetzt wieder dran bin, es neu zu beleben. Mein Türkisch ist so langsam im Werden. Ich habe vor, diesen Sommer vielleicht ein bisschen mehr Zeit in der Türkei zu verbringen, vielleicht mal einen Intensivkurs zu machen. Ich schwöre auf Intensivsprachkurse, wenn man es sich leisten kann, wenn man die Zeit hat, unbedingt machen. Und eine sechste Sprache ist jetzt gerade noch dazugekommen. Kann man in einem Vlog schon so ein ganz bisschen erahnen und da kommt demnächst dann auch ein Video zu. Japanisch, lieber Tom, ist es leider noch nicht, aber langfristig habe ich durchaus Lust, eine ostasiatische Sprache zu lernen. Ich würde schon gern mal Chinesisch lernen. Ich glaube, das wird die erste und da werde ich wohl ein bisschen mehr Freizeit für brauchen. Mal sehen. Vielleicht, wenn ich mal ein bisschen Zeit zwischen Jobs habe, wird das ein Projekt. Maxi STP, großer Karriereunterschied, ob Info oder Winfo. Nicht wirklich, mach, worauf du Bock hast und zu Informatik versus Wirtschaftsinformatik gibt es ein uraltes Doppelvideo von mir und dem guten Kevin Kromick, kann ich dir wärmstens empfehlen. Oxford oder Cambridge für den Informatikmaster NTN Group, naja, wen fragst du denn hier? Bitte gut, Informatik in Oxford hat einen ganz guten Ruf, la 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 la. Trotzdem natürlich eine Uni, die ich hier nicht übers Herz bringe, zu empfehlen. Da ist die alte Rivalität dann wohl doch zu groß. Vor- oder Nachteile Startup versus Big Tech, Vincent. Ich habe es vorhin erwähnt, in einem großen Unternehmen hat man natürlich eine viel bessere Infrastruktur, vor allem aber hat man einen klitzekleinen Einfluss auf potenziell ganz viele Menschen auf der Welt. Das ist cool, wenn man so an Produkten arbeitet, die viele Leute, viele Freunde von dir täglich nutzen, wenn man wirklich den Instagram Source Code ändert. Wie cool ist das bitte? Andererseits hat man natürlich im Startup viel mehr Einfluss persönlich. Wenn ich bei Facebook in den Urlaub gegangen bin, dann hat das echt niemanden gejuckt. Bei Master School ist das ein großes Ding. Wenn ich in den Urlaub gehe, wenn ich nicht arbeite, dann passieren Dinge nicht, die sonst passiert wären. Und auch das ist natürlich ein cooles Gefühl. Ich kann jedem nur empfehlen, mal beides zu machen im Karriereverlauf. Startup, Big Tech, eigenes Startup. Ich glaube, es sind ganz unterschiedliche Arten von Tätigkeiten. Und wenn man ein möglichst diverses Leben haben will, dann ist das, glaube ich, cool, die alle mal auszuprobieren. Dave David, Werkstudent gleichwertig zu Programmierprojekten auf dem CV. Ich würde vermuten, dass die meisten Werkstudententätigkeiten, wenn man da irgendwie was halbwegs Sinnvolles macht und dann vielleicht da trotzdem auch noch was vorzeigen oder zumindest genau beschreiben kann, sogar besser sind auf dem Lebenslauf als ein reines
Hobbyprojekt. Wenn man das Hobbyprojekt allerdings sehr gut auf dem eigenen GitHub präsentiert, vielleicht was Visuelles, vielleicht was, wo auch ein Recruiter, der sich nicht so mit den technischen Details auskennt, sehr schnell beeindruckt wird, dann kann das auch super sein. Ist das MIT Target für Informatiker, Target Uni, ein Konzept, das bei uns deutlich weniger wichtig ist als zum Beispiel bei den betriebswirtschaftlichen Kollegen? Grüße an David Döbele nochmals. MIT wäre sicher dabei, gäbe es Target-Unis für Informatiker, spielten diese Unis im Bewerbungsverfahren eine besonders große Rolle. Klar, MIT hat eine gute Reputation, TU Berlin, keine Ahnung, wo die im Moment so stehen, was den Ruf angeht. Letztlich ist es alles, Gott sei Dank vielleicht, in der Informatik nicht ganz so entscheidend. Mit Casio-Uhr draußen gesehen worden, IB noch möglich? Ich glaube, Leute, ihr seid hier langsam auf dem falschen Kanal, wie Schindler Levin vielleicht ja schon hier vorausgenommen hatte. Deswegen werde ich das mal nicht selbst beantworten, sondern dem Experten überlassen. Gut, ich meine, jetzt ist natürlich die Frage, was du sonst noch anhattest. Wenn du beispielsweise ein lachsfarbenes Ralph-Lauren-Polo getragen hast, dann ist IB auf jeden Fall noch möglich. Aber selbst wenn nicht der Reiter auf seiner Kleidung war, würde ich sagen, IB ist noch möglich, denn man muss nicht reich geboren sein, um es ins Investmentbanking zu schaffen. Natürlich haben da Leute Vorteile, die entsprechenden Kontakte haben, aber auch aus eigenem Antrieb kann man es ins Investmentbanking schaffen. Dann hat man auf jeden Fall genug Geld, nachdem man da eingestiegen ist, mit irgendwie aktuell einem Einstiegsgehalt zwischen 80.000 bis 150.000 Euro, je nach Bonus, je nach Firma, sodass man sich dann relativ zeitnah ein kleines Upgrade zur Casio kaufen kann. Da habt ihr es von einem Top G persönlich, einen Status, an dem ich selbst noch hart arbeite. Obwohl, schreie Lukas, mir meine Schädelform dann natürlich einen Startvorteil gibt. Samuel Bosch, schön dich hier auf dem Kanal zu sehen, beziehungsweise auf dem Instagram. Und ich glaube, du hast es nicht ganz verstanden. Er sagt, viel Spaß, Fotos für alle 5000 Fragen zu finden. Ich habe natürlich die Q&A gar nicht per Instagram-Story dann beantwortet, sondern hier und musste deswegen auch keine Fotos raussuchen. Der gute Samuel, trotzdem schön, ihn hier zu sehen. Softgun und Felix Hoppach sprechen ein heikles und wichtiges Thema an, das Umweltbewusstsein. Ich pflege natürlich einen nicht besonders umweltbewussten Lifestyle, muss man ganz ehrlich sagen. Ich reise sehr viel. Ich begebe mich regelmäßig auf Langstreckenflüge und ich bin mir dessen bewusst, dass wenn alle den Lebensstil hätten, wie ich ihn im Moment pflege, dass es dann noch schneller bergab ginge mit unserer Umwelt, als es das ohnehin schon tut. Das heißt, ich handle in gewissem Maße zuwider dem kategorischen Imperativ, den Immanuel Kant seinerzeit so klug formuliert hat. Ich handle nicht so, als würde es gut funktionieren, wenn alle es mir gleich täten. Das ist ein offenes Dilemma, ein offenes Problem, das ich mit mir selbst vereinbaren muss. Generell bin ich eher auf der Technologieoptimistenseite, was diese Umweltfragen angeht. Ich sehe das Problem, große Herausforderung. Ich glaube nicht, dass wir es durch Verzicht lösen werden. Glaube ich einfach nicht dran. Ich glaube, dass es da nicht die richtigen Anreize für gibt. Ich glaube, dass das rein spieltheoretisch, würde Professor Rieck vielleicht sagen, nicht funktionieren wird, dass wir einfach alle verzichten und dass wir auf die Technologie setzen, dass wir möglichst viel staatlich, privatwirtschaftlich, persönlich vielleicht in unserer Studienwahl in die Erforschung grüner Technologien investieren sollten. Klingt ein bisschen wie eine Ausrede, ich weiß. Ist es wahrscheinlich auch, denn sonst könnte ich natürlich die nächsten Fragen hier nicht so beantworten, wie ich das nun eben den Luxus habe zu tun. Massanella, wie lange warst du auf Reisen? Gefühlt waren es Monate, wo wart ihr überall? Es waren 3 Wochen, kommt Leute. Klar, mein Instagram, da sieht man immer nur die schöne Seite, aber na gut, es war auch schon ziemlich cool, muss ich sagen. Wir waren in Brasilien, in Mexiko und in Costa Rica. Kurz in Costa Rica, denn wir haben zu viel gefeiert in Mexiko und am Ende den Flug nach Costa Rica verpasst. Sehr, sehr lustig und unterhaltsam hoffentlich die Vlogs dazu, also Brasilien und Mexiko Vlog demnächst auf meinem Vlog-Kanal. Lissabon Vlog ist auch schon da, guckt unbedingt rein und da wird auch dieses Jahr noch einiges kommen. Die schönste Reise, Julian Hauer Passau, gute Frage. Ich habe wirklich das Privileg, schon sehr schöne Reisen gemacht zu haben. Ich glaube, letzten Sommer in der Türkei, das hat mir wirklich besonders gut gefallen. Die schönste Stadt allerdings, da würde mir eher Rom oder vielleicht Tel Aviv in den Sinn kommen. Ganz unterschiedliche Städte, je nachdem, was einem gefällt. Aber das wären auf jeden Fall 2 Kandidaten. Ansonsten ist natürlich auch London, wo ich seit 4 Jahren lebe, eine ganz, ganz tolle Stadt. Eine meiner absoluten Lieblingsstädte. Insofern Alberto 321, 321 muss ich da ja gar nicht viel rechtfertigen. Warum noch in London? Wobei, naja, man das im Winter dann schon mal fragen kann. Als ich jetzt aus Lateinamerika zurückgekommen bin, war das echt so ein bisschen ein Reverse-Culture-Schock. Und ich habe mich auch so ein bisschen gefragt, warum bin ich hier?
Ich arbeite ausschließlich online. Ich bin überhaupt nicht physisch gebunden. Warum bleibe ich nicht in Lateinamerika oder gehe zumindest in den Süden von Spanien oder Portugal? Und vielleicht werde ich das auch tun. Das ist eine gute Frage. Hier fragt Sheon zum Beispiel, ob ich langfristig in London bleiben möchte. Ich habe keine besonderen Langzeitpläne. Und in letzter Zeit, gerade ganz neu, wirklich in der letzten Woche, habe ich auch dann durch diesen Reverse Culture Shock noch mehr die Inspiration gehabt, mich mit digitalem Nomadentum zu beschäftigen. Vielleicht werde ich auch mal ein, zwei Jahre gar keinen festen Wohnsitz haben. Da gucke ich mir gerade ganz konkret die Optionen an, die steuertechnisch, bürokratisch, aufenthaltsgenehmigungstechnisch und so weiter am besten machbar sind. Und werde euch dann natürlich in YouTube-Videos, Vlogs und per Instagram updaten. Nach Hamburg lieber oder liebe per Ziel zieht es mich zwar regelmäßig, weil natürlich meine Familie dort ist und weil ich die Stadt absolut liebe, aber ich habe ja dort schon 20 Jahre meines Lebens fest verbracht. Das ist schon ziemlich viel. 20 von 28 Jahren, da muss ich jetzt nicht sofort wieder permanent hinziehen. Und was London angeht, Luck NZ 25, Empfehlung für Stadtteile, Restaurants, Cafés für Studenten in London. Shoreditch ist wahrscheinlich ein ganz guter Startpunkt für Bars und Cafés. In die Schweiz komme ich auch gerne, Cinder Lou. Ich komme überall gerne hin und wer mir auf Instagram folgt, der hat dann auch die Gelegenheit, sich mit mir zu treffen. Da sage ich auch mal, jetzt hier sind wir auf der oder der Party in 2 Tagen. Also schreibt mir gerne. Es hat schon öfter auch geklappt, dass ich mich mit Followern getroffen habe. Ich war schon auf Hauspartys von Instagram-Followern und bin mit denen nachts durch die Häuser gezogen. Habe da ganz wunderbare Menschen kennengelernt. Also immer gerne. Ich freue mich sehr wirklich. Gerade, weil ich normalerweise in London lebe, über diese Begegnung. Durchschnitts-Uli, erzähl doch bitte von deinem Werdegang. Ist keine Frage, streng genommen. Wenn es um die Eckdaten geht, dann kannst du dir mein LinkedIn-Profil angucken. Ansonsten musst du nächstes Mal genauer fragen, zum Beispiel in einem meiner Livestreams und auf niklasstehnfert.com werde ich bald meine neue Homepage launchen. Da wird es dann auch vielleicht eine kleine Kurzbiografie geben. Benjamin, hey Niklas, erstmal Top-Content, den du produzierst. Was sind Tipps für die Selbstständigkeit? Lies das Buch Zero to One von Peter Thiel. Such dir eine Nische, die möglichst klein ist, die du möglichst gut verstehst, die deiner Passion entspricht und dominiere diese Nische. Und genieße den Weg, genieße den Prozess und guck nicht nur auf das Ziel. Dann wird es hoffentlich Fortschritt geben oder eine Lernerfahrung. Und wenn es Fortschritt gibt und wenn du gewinnst, dann kannst du die Nische langsam ausweiten. Das gilt auch für YouTube. Adrian Gefalter, such dir ein gutes Feld. Ich habe damals angefangen und Content gemacht, konkret fürs Informatikstudium. Und ich spreche über diese YouTube-Tipps auch in einem Video. Da habe ich vor langer Zeit mal was gemacht, wie man erfolgreich wird auf YouTube. Wie ich finde, ein Video, das underrated ist, also guckst dir an. Einige Leute fragen nach meinem potenziellen weiteren akademischen Werdegang. Gut, ich habe mich an der Wissenschaft versucht, es hat mir auch Spaß gemacht. Ich habe ja den Doktor bereits angefangen, dort an der École Polytechnique. Das war einerseits ein Masterprogramm, andererseits auch schon das erste Jahr vom Doktor. Das war so ein Doppelprogramm, ein Forschungsmaster, erstes Jahr vom PhD. Hat super viel Spaß gemacht, ich habe mich abwerben lassen, ganz einfach, von der Industrie. Ich habe generell im Moment in meinem Leben mehr Interesse daran, mich ein bisschen mit ganz verschiedenen Bereichen zu beschäftigen, als genau das Gegenteil beim Doktor, jetzt ganz, ganz tief in nur ein Thema einzudringen. Es geht kaum spezialisierter und nischiger als im Doktor. Im Moment nicht das Richtige für mich. Ich will es jetzt nicht mein Leben lang ausschließen. Generell ist meine berufliche Langzeitplanung noch sehr schwammig. Johanna, ich weiß nicht, wo ich mich in 10 Jahren sehe. Absolut nirgendwo. Ich habe in einzelnen Bereichen, ich habe finanzielle Ziele, ich habe persönliche Ziele, ich habe gewisse Karriereziele, aber die sind noch einigermaßen unspezifisch. Ich werde sicher früher oder später auch wieder einen Jobwechsel haben. Ich bin zufrieden bei Master School. Ich glaube, dass Master School und ich lange zusammenarbeiten werden. Ob ich jetzt genau in dieser Vollzeitposition, wie lange ich das weitermachen werde, das sei dahingestellt. Das kann sich ständig ändern, wie ich dazu stehe. Vielleicht mache ich den Wechsel zu Pumpkin Careers. Wahrscheinlich nicht. David in Ehren, guter Mann, aber für die Firma arbeiten werde ich wahrscheinlich nicht. Vielleicht mit ihnen zusammenarbeiten. Wer weiß, kann ich nicht ausschließen. Ob ich nun überhaupt Juveux, gerade als Informatiker arbeite, das sei mal dahingestellt. Bin ich Informatiker auf YouTube? Naja, es ist Teil meiner Identität und ich gebe teilweise Statements zu Informatikthemen ab, teilweise nicht. Bin ich Informatiker bei Master School, in meiner Position als Data Analytics Teacher sicherlich, in meiner Vollzeitposition das Business Development zu leiten. Auch da helfen mir Themen aus der Informatik, aber
Informatiker sein. Was heißt das überhaupt? Ich bin mein Leben lang Informatiker. Arbeiten als Informatiker, das ist ja in dem Sinne gar kein Berufsfeld. Das ist also schwierig. Möchtest du selbstständig werden? Nico Ort, ich bin selbstständig. Ich verdiene Geld mit dem YouTube-Kanal und würde damit auch über die Runden kommen, wenn ich noch hier und da ein bisschen schrauben würde. Und das wird sich sicher weiter ausbauen. Insofern gibt es diese Selbstständigkeit rein juristisch und auch praktisch ja bereits. Ob ich eine reine Selbstständigkeit anstrebe, ich denke schon langfristig. Ich möchte auf jeden Fall auch mal ein paar eigene Startups gründen. Das Leben ist lang. Ja, Jeff Bezos hat doch Amazon auch erst in seinen 30ern oder irgendwie ganz spät gegründet. Also da sollte man sich auch nicht zu sehr stressen. Und welches dann das erste eigene Startup, richtiges Startup wird, Umax? Das ist eine gute Frage. Und das ist eher eine Auswahl der 100 Themen, die mir sofort einfallen würden. Ich meine, wer hat bitte nicht lauter Ideen von Businesses, die potenziell gut funktionieren würden? Und man muss ja auch nicht als Erster auf die Idee kommen. Ja, dann gibt es Uber, dann gibt es plötzlich Lyft, dann gibt es noch irgendeine ähnliche App. Es geht in der Startup-Welt viel mehr um Execution als um die eine Schlüsselidee, das Patent. So oldschool-mäßig. Master School ist auch nicht das erste Online-Bootcamp, aber hoffentlich bald das erfolgreichste. Deswegen gibt es da wirklich sehr viele Optionen und ich werde von dir noch sicher etliche probieren. Einige werden funktionieren, einige nicht, aber das wird auch noch ein ganz spannender Lebensabschnitt. Im Moment, Sunrain 20 zum Beispiel, möchte ich auf jeden Fall diese YouTube-Präsenz weiter aufbauen und aufbauend auf meinem Social Media vielleicht ein bisschen im B2C-Bereich etwas bewegen. Zum Beispiel Live-Seminare, finde ich, wäre eine coole Sache. Wenn sich da eine Überschneidung findet, dass ich, ob es jetzt Seminare sind, ob es Keynotes sind auf Konferenzen, die ich teilweise unbezahlt, teilweise bezahlt machen werde dieses Jahr, wenn ich da ein Standbein aufbauen könnte, das fände ich auf jeden Fall cool. Die Fernsehauftritte haben mir gut gefallen. Generell denke ich, dass ich dieses Jahr ein bisschen mehr tatsächlich in Deutschland und in Präsenz physisch unterwegs sein werde, auch für Kollaborationen. Ich habe super, super spannende Gesprächstermine, Podcasttermine, die wir in echt nicht online aufnehmen werden. Also da geht bestimmt einiges und ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr zu einem Niklas Steenfert Seminar antreten würdet, dann kann man das bestimmt auch mal irgendwann organisieren. Da habt ihr es, ob nun gleich ein echtes Seminar oder vielleicht erstmal einen Nachtclub-Besuch mit Zuschauern, denn das haben wir tatsächlich ja auch schon letztes Jahr einige Male gemacht und es hat sehr viel Spaß gemacht und wird dieses Jahr auch sicher noch mehr passieren. Um immer zu wissen, in welchem Club oder auf welcher Konferenz ich demnächst anzutreffen bin, folgt mir auf Instagram, seid auf meinem Discord-Server und abonniert auf niklassteenfert.com meinen bald erscheinenden Newsletter, denn YouTube alleine ist natürlich sehr algorithmenbasiert und welchen Content ihr da mitbekommt, wird immer starken Schwankungen unterliegen. Content-technisch wird sich auf diesem Kanal einiges ändern, denn ab sofort werden hier nur noch Programmiertutorials kommen. Ich weiß, das ist eine große Änderung, das ist für einige von euch jetzt vielleicht enttäuschend, für andere eine gute Nachricht, vor allem aber ist es ein Scherz. Natürlich mache ich weiterhin Videos zu allen möglichen Themen. Ich werde weiterhin vielfältig bleiben. Es hat mir schon immer mehr gefallen, in die Breite als in die Tiefe zu gehen und die Videos werden meinen wechselnden Interessen folgen. Wenn ich es aber grob einordnen müsste, dann würde ich sagen, dass mich im Moment vor allem drei Kategorien von Themen bewegen, nämlich Lernen, Schaffen und Leben. Hab mich noch nicht ganz entschieden, ob das ein genialer Slogan oder einfach nur komplett kitschig ist, aber wirklich sich schnell und effizient neue Fertigkeiten anzueignen, damit Wert zu schaffen, sich eine Karriere aufzubauen und bei all dem noch genussvoll durchs Leben zu gehen. Das ist zumindest meine Ambition und vielleicht kann ich euch ja weiterhin hier ein bisschen mit auf die Reise nehmen. Wenn ihr sonstige Themenwünsche habt, dann schreibt sie natürlich wie immer gerne in die Kommentare. Ich versuche die meisten Kommentare zu lesen und übrigens zeigt YouTube im YouTube-Studio für uns die Kommentare von Kanalmitgliedern gesondert an. Ich freue mich auf den Austausch in den Kommentaren, in Nachtclubs, auf Messen und Konferenzen, von denen ich dieses Jahr etliche besuchen werde. Auf Discord, kommt in die Gruppe discord.gg/steenfert. Und übrigens, falls es motivierte Freiwillige gibt, die mich bei der Organisation von Community-Events unterstützen würden, sei es ein Buchclub oder ein Programmierwettbewerb, dann meldet euch gerne. Wenn ihr Bock auf ein tieferes Gespräch zum Thema Karriereentwicklung versus Lebensgenuss habt, dann gönnt euch unbedingt meine Podcast-Folge mit Joe Trank. Die werde ich euch hier verlinken. Mein neuester Vlog ist aus Lissabon und den gibt es hier. Und das nächste Video für diesen Kanal ist bereits abgefilmt und erscheint bald. In diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal.